Servus und mal wieder herzlich willkommen zurück. So, ich suche mir mal noch hier das versprochene Epona-Pferdchen. Hoffentlich noch bevor die Sonne untergeht. Wen nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme einfach dich damit. Du bist zwar etwas dunkel, aber passt schon. Quatsch, leere Hand, genau. Liebe mich. Ich sagte, liebe mich. Und nebenbei, es ist wieder hier kleines... Live-Let's Play. Und deswegen, ne, wie immer so. Falls ich mal was wegen Chat sage, dann... Boah, bist du langsam. Ich glaube, du bist doch nicht mein Epona-Pferdchen. Geh da dran vorbei. Aber nee. Ist wirklich sehr, sehr langsam irgendwie. Bist dann du vielleicht mein Epona-Pferdchen? Ja, dann bist du vielleicht mein Epona-Pferdchen. Ups. So, das wollte ich tun. Liebe mich. Merkt euch, Kinder, wenn ihr Pferde seht, einfach draufspringen und so lange draufbleiben, bis es euch nicht mehr abwirft. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Huch. So. Ah, das ist doch schon flotter. So, wo muss ich denn jetzt nochmal hin? Hier diese Richtung, das sieht gut aus. Dann haben wir noch ein drittes Pferd, ne? Das passt ja. Dann sehen die Stallungen auch nicht so leer aus. Ist ja richtig gefährlich hier. Ah, ich weiß schon, warum ich die Wege gebaut habe. So, da wären wir auch schon wieder in unserem Lieblingsbiom. So mehr oder weniger. Jetzt nur nicht in ein Loch fallen. Ja, habe ich in den Chat geguckt. Und fallen natürlich prompt in ein Wasserloch rein. Ich muss da hoch. Mann, dauert das lange. Könnt ihr ja auch noch eine Schaufel benutzen, ne? So, und hallo an alle Neuen im Chat eventuell. Und streite doch nicht so sehr über Liebe. Liebt euch doch gegenseitig. Das hat sich irgendwie falsch angehört. Aber egal. Ah, da sind wir wieder. Da ist das Gasthaus. Und der brandneue Stall. Ha. So. Heppala. Aua. Immer noch im Kopf gestoßen. Aber egal. Wir haben jetzt ein Epona-Pferdchen. Mehr oder weniger. So, dann kann ich mal noch schlafen gehen. Warum stehst du eigentlich nachts draußen? Du sollst doch jetzt eigentlich wie bekloppt hier rumrennen und nach drinnen laufen. Ha. Immer diese Nasenleute. Furchtbar. Ach. Der Bart juckt. Aber irgendwie komischerweise immer an derselben Stelle. Vielleicht habe ich da irgendwas. So. Das Ding wäre gebaut. Was wollte ich eigentlich als nächstes machen? Ich bin schon wieder so vergesslich. Pferd haben wir jetzt geholt. Wir waren da hinten am Abreißen. Das ist immer eine Option. Aber irgendwas hatte ich doch noch hier auf dem Plan gehabt, oder? Wenn man sich jetzt noch daran erinnern könnte, was man in den letzten Folgen gesagt hat, ne? Das wäre ein Traum. Ja, während ich überlege, mache ich was Sinnvolles hier, ne? So. Was geht denn hier im Chat noch ab? Ach Gott. Die üblichen zwei Spezialisten streiten sich mal wieder. Mensch, Mensch, Mensch.
werdet erwachsen. Das ist aber hier eine sehr, 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 sehr pessimistische Sicht aufs Leben, ne? Ach ja, aber hier, ne? Für die Leute auf YouTube nicht so viel im Chat rumlesen, sondern hier ein bisschen was machen. Was jetzt gerade auch nicht so spannend ist, wenn wir mal ehrlich sind. Aber ja, ich kann mich dran erinnern, irgendwas wollte ich machen noch. Eine Option wäre... Ach, stimmt, stimmt. Ich wollte... die Zimmer einrichten im Gasthaus. Das war's, ne? Da war was. Da können wir jetzt wirklich mal gucken. So, das noch weg. Dann hätten wir das Haus ja auch schon mal weg. So, ich hatte ja auch was gekocht, ne? Ja, genau. Ja, und ich muss auch sagen, Mr. Fail und ich haben gestern, haben wir mal ein bisschen gestreamt. Und da haben wir mal hier Agrarian Skies probiert. Das ist auch ein Modpack, wo es praktisch darum geht, du startest auf einer ganz kleinen Plattform mit einem Erdblock und ein paar Setzlingen irgendwo über dem Nichts. Es gibt keinen Boden, du hast eine kleine Plattform und unter dir ist einfach nur schwarz. Wenn du runterfällst, bist du tot. Und es geht halt darum, dir praktisch alles komplett aus dem Nichts aufzubauen. Dir dann deine Plattform erweitern und dann irgendwann anfangen, alles zu automatisieren, um praktisch einfach, dir aus dem Nichts deine Welt aufzubauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ziemlich cool. Es sind halt auch viele technische Mods drin. Deswegen wird das Ganze auch etwas kompliziert. Aber ich finde die Idee eigentlich ziemlich cool. So. Aber wir wollen den Kram hier jetzt einrichten. Was hat denn ein Hotelzimmer normalerweise? Ein Bett? Eigentlich können wir überall Doppelbetten reinmachen, ne? Da muss ich jetzt allerdings noch ein paar Betten herstellen. Wobei wir auch mal gucken können. Es gibt ja auch von der Carpenters Mod Betten. Das wäre vielleicht mal auch ganz cool. Carpenters Bed. Ja. Einfach genug. Ich weiß jetzt nur nicht, wie man das mit den Materialien da genau macht. Ja, ich bin kein Pessimist, ich bin Realist. Ja, es ist, ich weiß nicht, gibt's da genaue Definitionen für? Ich quere nicht. Und wir haben den ganzen Scheiß aus dem Dorf. Das ist, naja. So, Wolle haben wir. Ich brauche noch Carpenters-Dinger. Dazu brauche ich noch Sticks. Flup. Und... ja, machen wir mal den da und irgendwie so. Das passt schon. So, Betten, jede Menge Betten. Flup, flup, 9 Stück, naja, geht so. Aber mal gucken, was man mit denen so machen kann. Ich habe die, um ehrlich zu sein, noch nie wirklich ausprobiert. Ha, hier vorne das Bett lasse ich mal, ich will ja selber da noch irgendwie ein bisschen drin schlafen können. So. Die verbinden sich sogar zu einem Doppelbett. Schön. So, wie ist das jetzt nur mit Materialien? Wir haben hier jetzt weiße Wolle. Können wir das noch färben? Vielleicht kann ich da diese, genau diese Carpets nehmen. Mal so zum Testen. You can only sleep at night. Genau. Wie mache ich das denn? Oder kann ich da jetzt halt einfach mal das andere Holz machen? So nicht. Okay. Okay, das hat wieder nur nicht richtig geupdatet. Aber kann ich da jetzt auch andere Wolle dran machen? Oder halt auch diese Teppiche, diese Teppichblöcke? Das wäre ganz cool. Kann ich die wieder zu den Blöcken irgendwie machen?
Ich weiß es leider nicht. Ja, Carpet. Nee. Moment, wie gingen die nochmal? Wolleblöcke und Strings. Ich gehe mal noch Wolle holen und dann probieren wir das einfach mal. Das war jetzt alles sehr, recht spontan. Deswegen habe ich da jetzt nicht nachgeguckt, was man damit machen kann. Aber es wäre ja irgendwie gerade ein bisschen blöd, wenn man da nur weiße Wolle gehen würde, ne? Ich probiere das mal. Weil das... Also die Teppiche und die Betten sind ja aus demselben Modpack. Glaube ich zumindest, oder? Nee, Quatsch, die Carpets waren aus Chisel 2, genau. Trotzdem könnte es funktionieren. Wäre sehr cool, weil dann hätten wir auch wirklich ein Muster auf dem Bett. Eventuell weiß das jemand aus dem Chat. Wenn ja, könnt ihr mal sagen, wie man das machen muss. Das ist doch praktisch im Live-Let's Play. Wenn man blöd ist, kann man einfach mal Fragen stellen. Vielleicht weiß es jemand. Es sei denn, der Chat redet nur darüber, wer wen liebt. Das ist dann natürlich ein bisschen doof. Aber, jo, falls das jemand zufällig weiß, wäre cool, wenn ihr das mal gerade sagen könntet. Habe ich noch eine Schere? Ich habe noch eine Schere, gut. Hallo Schafis. Schnipp. Schnapp, schnipp, schnapp. Ja, wir haben hier einen, ich sag mal, Feed the Beast Veteranen im Chat, beziehungsweise jemanden, der sich mit den technischen Sachen auskennt. Aber der hat halt gemeint, der benutzt halt nur die normalen Betten. Was, ja, ist halt auch... Ich sag mal, bei den technischen Spielereien von den anderen Modpacks auch nicht nötig, dass man hier die Carpendust-Sachen benutzt, weil da geht es ja eher ums Automatisieren und coole Mechanismen bauen, als ums Schönbauen, wie hier in Life in the Woods. Ist doch egal, wie das Bett aussieht, Hauptsache es quietscht nicht beim Benutzen. Ja, in einer gewissen Hinsicht schon. Ist egal, wie es aussieht. Hauptsache bequem und funktionell, ne? Aber ja, hier in Minecraft... Ja, die wollen es ja schön haben, ne? Das soll ja alles nach was aussehen. Aber ja, ich probiere das dann einfach mal. Scheint gerade leider keiner zu wissen. Dann heißt es einfach rumprobieren. Ja, ich lese gerade in den Feed the Beast Mods sind die Deko-Mods auch alle drin. Aber ja, ich denke mal, die werden da nicht so oft benutzt. Wobei man auch sagen muss, Feed the Beast, da ist fast alles drin. Aber hier oben, ne? Ich gucke jetzt einfach mal. Kostet ja nichts. Wir haben jetzt Wolle. Dann mache ich mal diese Carpets und dann probieren wir das einfach mal. Wenn nicht, färbe ich mal die Wolle und gucke mal, ob ich halt einfach andersfarbige, ja, Bettdecken, Kissen und so weiter machen kann. Normalerweise müsste das gehen. Das wäre ja langweilig, wenn man hier jetzt nur weiße Betten hätte. So. Dann brauche ich eine Werkbank. Verdammt. Schwing. So, das war... Ich brauche noch Strings. Verdammt, so. Und den hier, ne? Genau. So, die 16 Stück reichen aber auch erstmal. Weg mit dir, weg mit dir. Weg mit dir, weg mit dir. Und den, hey, den Chisel brauche ich. Wobei ich jetzt erstmal probiere, ob das überhaupt geht, ne? Ob wir da ein Muster reinbekommen. Wäre auf jeden Fall recht schön. Und? Na, oder so. Schlafen wir erstmal. Aber nee, der färbt das Bettgestell.
Das ist nicht das, was ich wollte. So. Ah, muss ich jetzt den Hammer rausnehmen? So ein Scheiß. So. Huch. Das wollte ich nicht. Das hier wollte ich. Dann muss ich wahrscheinlich Wolle färben. Dann erkennt er wirklich nur die normale Wolle. So ein Blödsinn. Mensch. So, so, so. Weil hier weiß ist zwar ganz schön, aber auch ein bisschen langweilig, ne? Habe ich hier noch irgendwas Farbstoffmäßiges überhaupt dabei? Ich glaube es nicht so, ne? Das ist natürlich auch ein bisschen doof, ne? Ihr Nasen hier. Aber ich müsste doch bestimmt hier irgendwo ein paar Blumen auftreiben können, die man zu Farbstoff verarbeiten kann. Hier standardmäßig, ne? So, und natürlich habe ich die Rolle weggepackt. Okay, damit geht es ja dann wohl nicht. Warum habe ich die hier nicht gesteckt? Und hier. Probieren wir das einfach mal aus. Ich hoffe, das färbt das halbwegs intelligent ein und nicht irgendwie alles. Ernsthaft? Brauche ich da noch irgendwas an Werkzeug? Vielleicht den Chisel, oder? Ich weiß es gerade nicht. Brauche ich den dafür? Ich kenne mich mit der Kabendasmod leider nicht so sehr aus. Dann lassen wir es erstmal so. Dann gucke ich mir das nochmal an. Dann sehen wir es ja. Schade. So. Jetzt habe ich natürlich hier ein lilanes Ding. Aber mit Bone Meal kann man das doch färben. So, die Schere kann wieder weg. Du kannst wieder weg. Du kannst wieder weg. Dann färbe ich das einfach nochmal gerade weiß. So und so. Nicht? Ich dachte, das ging. Egal. Wir setzen dann halt einfach nochmal die normalen Mitten. Flup, flup. Hier noch ein Doppelbett hin. Und oben noch ein paar Betten. Kann man ja hier im großen Zimmer noch ein Doppelbett hinmachen. Oder dann könnt ihr beiden euch auch hier bequem paaren. Nur wohin? Hier ans Fenster oder hier hinten in die Ecke. Dreierabstand ist halt immer blöd. Verbinden die sich so auch? Ja. Oh, ein Dreierbett. Für die etwas, für die Paare, die gerne etwas experimentieren, ne? So, dann haben wir hier noch ein Bett. Können wir in die kleinen Zimmer, können wir Einzelbetten reinmachen, ist ja auch egal. Und hier noch ein Bett. So. Jetzt habe ich hier noch ein einzelnes Bett rumfliegen. Das stelle ich dann einfach noch hier in das erste Zimmer und dann passt das schon. So. Sieht gar nicht scheiße aus. Wir können ja auch hier so ein Zimmer machen, hier mit sowas. Man muss schon sagen, hier die... das Modell für die normalen Betten sieht doch schon scheiße aus, wenn man sowas sieht. Ich meine, das ist auch nicht viel aufwendiger, aber sieht doch schon ein gutes Stück besser aus als das. Die Betten mit gefärbter Wolle bauen, das könnte natürlich auch sein. Aber ist jetzt auch erstmal egal. Ah, ich hätte Fahrradkette. Hätte die mal noch richtig einfärben können, ne? Bing und Bing. Ich hasse es, wenn das nicht updatet.
So, was machen wir eigentlich noch in die Zimmer rein? Kommoden, Schränke, irgendwie sowas in der Richtung. Aber ich wüsste jetzt nicht, was genau alles im Hotelzimmer rein muss. Letztes Mal, dass ich im Hotel war, ist schon. Oh je. 6 Jahre her oder so? Kann sein. So. Vielleicht irgendwie noch ein Tisch mit Stühlen in jedes Zimmer. Das wäre auch noch ganz praktisch. Aber ansonsten weiß ich gerade nicht, was da noch so viel anderes rein soll. Wobei, muss ja auch nicht. Wir haben hier sowieso nicht viel Platz. Hier noch ein Tisch mit zwei Stühlen. Ein Schränkchen oder so. Und das reicht dann auch schon, oder? Ich denke schon. Eine Minibar. Ist nur die Frage, wie wir das hier in Life in the Woods darstellen können. Minibar könnten wir sagen, irgendwie so einen Drawer da reinknallen, aber. So, ich wollte mal gucken. War das so? Das sind die normalen. War das so? Oder so? Ja, die hier wollte ich. Und ja, Tische und Stühle. Mal gucken, ob ich das diesmal ohne zu spicken hinbekomme. Moment, davon müssten wir doch noch haben, oder? Na, drei, das ist jetzt auch nicht so die Welt. Mal gucken. Flupp und flupp. So, Tisch war, glaube ich, so, oder? Jawohl. Boah. Bei Tische hatte ich, glaube ich, auch sogar noch welche. Jep, ein. Welche? So, und Stühle. Wie gingen die? Da hatten wir auf jeden Fall Wolle. Boah, da habe ich jetzt, um ehrlich zu sein, gar keine Ahnung mehr. Da muss ich jetzt gucken. Nee, Chair hießen sie nicht, sie hießen Seat. Genau. Ah, stimmt. Pressure Plate braucht man da. So ein Müll. Ich mach mal 8. So. So. Zack. Zack. Zack und zack. Wunderschön. So, dann. Die tanzen hier schon wieder auf der Theke rum. Meine Fresse. Haben eure Eltern denn euch keine Manieren beigebracht? Ja, ich glaube, ich mache da noch so ein Bett und das Bett kommt weg. Das andere, das ist. Nee. So. Aber vielleicht hier so eine Kommode oder so. Und dann hier noch so ein Stuhl. Ach, ein Tisch mit zwei Stühlen. So und so. Das sollte doch als Hotelzimmer reichen. Vielleicht hier noch irgendwie Nachtschränke oder sowas. Aber mehr ist doch eigentlich nicht vonnöten. Vielleicht hier noch irgendwie ein Blümchen draufstellen. Oder hier noch ein Bild hinhängen. Aber das reicht doch eigentlich dann für die Zimmer, oder? Würde ja fast sagen, ja. So. Störe ich? Mir egal. Ich bin der Hochbesitzer. Ich darf das. Zimmerkontrolle. Sind denn auch alle Jungs aus den Zimmern raus? Junge, geh da weg. Ich bin der Besitzer, geh weg. Ich bin der Besitzer, geh weg. Du bist doch doof. Geh weg. Ach. Kommt schon der Nächste und will sich in die Ecke stellen, oder wie? Zimmer frei geworden und direkt nachrücken, oder wie? Idioten. Naja, aber wenn er das Zimmer nicht räumen will, ne, dann muss ich halt die Polizei rufen und die Polizei bin ich halt. So, so. Hier muss ich mal gucken. Hier hinten kann man dann noch so eine Kommode hinmachen. Vielleicht können wir auch noch ein paar Teppiche hinmachen. Hier hinten. Weiß ich auch noch nicht. Hier die Ecke ist dann auch noch so leer. Muss ich mal schauen.
Und dann vielleicht hier noch. Die Zimmer sind sehr klein. Vielleicht gerade hier so. Oder nee, hier kann man die Kommode für die hinstellen. Und dann hier so ein Tisch der einsamen Herzen. Gut, aber ich sehe, die Folge ist zu Ende. Deswegen würde ich sagen, machen wir... Ach, jetzt haut ihr alle ab. Jetzt, wo es dunkel wird. Ihr Schisser. Okay, die Folge ist zu Ende. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Bis dann. Tschüss.